für euch. Und wir dachten uns, es ist mal wieder Zeit, dass Vicky meine Sachen zahlen muss. Dass ich einkaufen kann und sie muss zahlen. Nein, das mache ich nicht einfach so mit. Wir haben beide einkaufen können und jeweils der andere muss zahlen. Ich bin hier nicht der Bankautomat. Und damit das Ganze spannender wird, haben wir es gedacht, wir machen keinen Geldbetrag fest, weil ich will ja, dass sie richtig pleite wird. Sondern wir haben ausgemacht, dass jeder 5 Dinge sich aussuchen darf. Bei dem Laden waren wir wieder mal richtig kreativ. Wir haben einen Laden genommen, wo wir noch nie eingekauft haben. Und zwar Action. Das haben wir nämlich so, so oft in den Kommentaren gelesen. Wir müssen unbedingt zu Action und dort mal shoppen gehen. Haben wir gemacht und es war richtig, richtig cool, Leute. Damit es gleich losgehen kann, lasst einen Daumen nach oben da. Tut mir echt leid, dass ich das so zeigen muss, aber mein Finger ist gebrochen und ich kann ihn nicht abknicken. Daumen nach oben. Oh, wie hübsch das einfach alles aussieht. Ich hätte voll gern irgendwas von hier, aber ich brauche überhaupt nicht so viele Backsachen. Ich kaufe immer, weil die so hübsch aussehen, aber eigentlich brauche ich es nicht. Mal gucken, vielleicht finde ich was. Das ist ja voll viel. Das sind mehr als 5 Sachen. Oh, hier ist schon Ostern. Süß. Okay, wer darf beginnen? Ich natürlich. Zeig, was du geshoppt hast. Nicht nur ihr seht jetzt, was ich mir ausgesucht habe, sondern auch Vicky, wohin ihr Geld geflossen ist. Danke fürs Sponsoring. Gerne, immer wieder gerne. Als erstes zeige ich, ich darf hier nicht ganz cool anfangen. Das Coolste verhalte ich mir bis zum Schluss auf. Sie hat wahrscheinlich nur Blödsinn gekauft, das sehe ich jetzt schon kommen. Das sind Haarfarben-Sprays, aber nicht irgendwie grün, gelb. Oh, ich habe wirklich schon mal die Haare gelb gefärbt. Das war der absolute Horror. Wir wissen jetzt alle, gelb steht mir nicht so gut. Doch. Glitzerhaarspray, Glitzerhaarfarben-Spray und Ultraviolett. Das ist Haarfarbe, die dann nur leuchtet, wenn man dieses UV-Licht hat. Crazy. Wir probieren auf jeden Fall jetzt mal das Glitzer-Ding aus. Aber wir haben irgendwo auch noch so eine UV-Lampe. Die müssen wir mal suchen. Wollt ihr das sehen? Sollen wir ein Video dazu machen oder auf Instagram? Sagt mal, wie ihr das sehen wollt. Das kommt auf deine Haare. Das Glitzer sieht man doch viel eher auf dunklem Haar. Nein! Wieso denn? Ich habe das gar nicht ausgesucht. Ich habe es ausgesucht für deine Haare. Mach drauf. Ich mache besser meine Brille ab zur Sicherheit. Ich bin bereit. Ich denke, es geht los. Achtung! Oh! Ein bisschen sehe ich, aber nicht viel. Das ist aber wenig Glitzer. Nur ein bisschen mehr. Ich mache mal punktuiert oder so. Punktuell. Ja. Was wird da? Oh, plötzlich ist es rausgeschossen. Was? Jetzt glitzert's. Hä? Das hatte, glaube ich, Startschwierigkeiten oder so. Könnte ich mal ein Foto sehen oder so? Könnt ihr das sehen? Oh, aber in echt sieht es noch besser aus. Achtung, ihr bekommt jetzt das richtige Erlebnis. Wow! Ja, mein Handy glitzert jetzt auch ordentlich. Alles glitzert. Der Kameraakku, die Luft. Ja, du, danke. Ich habe zwar nichts davon, aber ich sehe es nicht. Okay, dann mach ich... Nein, stopp, danke, ich habe genug. Ich atme schon Glitzer ein. Kann ich auch? Ja. Wow! Wie eine echte Prinzessin. Das war schon mal echt ein guter Kauf. Kann man machen. Meine Hände werden bestimmt für den Rest des Tages glitzern. Auch schön. Du bist... Ich fange mit was richtig Lustigem an. Das ist ein Spiel, ein Süßigkeitenspiel. Nice or nasty. Ich glaube, es kann lecker und auch eklig werden. An der Seite stehen so Wörter. Creepy, fresh, sour, spicy, jelly, sweet und freaky. Sarina kriegt spicy. Voll cool, oder? Machen wir das jetzt? Ja klar, sowas von. Man muss würfeln und je nachdem, was rauskommt, das muss man machen. Das stinkt schon ganz komisch. Du würfelst zuerst. Oh, das stinkt ja echt richtig doll. Fragezeichen, das bedeutet freie Auswahl. Yeah! Aber sie weiß ja gar nicht, was ist. Ich nehme den Kussmund, das kann gar nicht schlecht sein. Das schmeckt wie Zahnpasta. Das ist freaky. Das ist überhaupt nicht lecker, Leute. Wieso machen die den Kussmund so ekelhaft? Dann bin jetzt wohl ich dran. Bitte was Ekliges, bitte was Ekliges. Macht man zum Glück, oder? Ja, mach mal. Das ist der Daumen nach oben. Hä? Und? Was ist das? Das ist sauer. Meins war gar nicht freaky, meins war fresh. Hey, das schmeckt eigentlich gut. Kosten? Ja. Ein bisschen hart. Mhm. Aber ist nicht so sauer. Du bist. Bitte was Leckeres, bitte was Leckeres. Fragezeichen. Oh Mann. Ich nehme Cola. Was ist das denn? Sweet. Mhm. Lecker. Wow. Ich glaube, es ist das Gehirn. Hä, was ist dein Gehirn? Ah. Ein Gehirn. Offiziell ist es Jelly. Ja, es fühlt sich ganz komisch an. Guck mal, so weich. Wie schmeckt? Vicky, das ist ein bisschen ein langweiliges Spiel. Du musst jetzt nur noch die Spinne essen und dann ist vorbei. Nö. Hä, was ist denn das für ein Kakao von mir? Der ist gar nicht drauf. Doch, das ist creepy. Creepy. Das musst du. Davor habe ich aber Angst. Ich esse das creepy. Es schmeckt voll nach Zimt. Und ist es spicy? Nur eklig.
Jetzt wird's noch ekliger. War Pfeffer oder so. Creepy geht eigentlich voll klar. Ich wette, ganz normal. Ja, Leute, kann man mal spielen. Es wären ja nicht wir, wenn wir nicht ein kleines Battle draus machen würden. Schreibt einfach mal alle in die Kommentare, wer die cooleren Sachen gekauft hat. Team Vicky, wenn ich die cooleren Sachen gekauft habe. Und das Spiel war schon mal echt cool. Oder Hashtag Team Sarina. Ich habe meinen Finger gebrochen. Das hat wohl mal gar nichts damit zu tun, was wir gekauft haben. Let's-Bonus! Obwohl, du warst mit gebrochenem Finger im Laden, ohne als du noch gewusst hast, dass er gebrochen ist. Das macht's noch schlimmer! Gut, was hast du denn noch anzubieten? Sternenlichtprojektor. Oh, süß. Wie für Babys. Jeder liebt die Sterne. Ich brauche bestimmt Batterien. Braucht man immer. Oh, das ist aber echt cool. Darf ich bitte bei dir übernachten und machen wir das dann die ganze Nacht an? Und dann zählen wir die Sterne. Vielleicht ist auch eine Sternschnuppe dabei. Ich bin verrückt nach Luftballons. Vor allem so coole mit Konfettis drin oder mit Glitzer drin und so. Konfettiballons, ich will einen aufpusten. Bist du eifersüchtig? Jetzt passt er gleich. Jetzt hast du noch 5 Stück auf Lager. Die nehme ich dann immer, wenn irgendjemand Geburtstag hat. Ich bin wieder dran. Ich zeige euch jetzt mal... Was zeige ich? Ich habe auch was zum Naschen. Soft Inside Schoko Sensations. Oh, die kann man warm machen. Yummy. Aber ich habe keine Mikrowelle. Kann man die auch in den Backofen legen oder verbrennen die da? Wir testen das auf jeden Fall auf Instagram, denn dort machen wir immer unsere Food-Tests. Wir haben auch schon ein eigenes Highlight dafür angelegt. Also ihr könnt alle Foodtests nachgucken, wenn ihr sie nicht live gesehen habt. Und da testen wir mal ganz komisches Essen. Bevorzugt Süßigkeiten. Auch leckere Sachen. Ja. Das ist nämlich nicht komisch. Besondere Sachen. Neue Sachen. Dafür sind wir schon berühmt berüchtigt. Da geht so ein Raunen über Instagram, dass man bei uns diese Foodtests findet. Ja, ja. Ein Speaker. Ein Schweinchen. Gibt es eigentlich in Schweinchen, Hund, Panda und Einhorn. Ich wollte unbedingt das Einhorn, aber es wurde das Schwein. Braucht man Batterien? Immer diese Batterien. Er lebt. Bluetooth-Verbindung. Hallo, hallo. Ganz schön laut. Es ist verbunden. Ich mache mal einfach ein Video von uns an, ja? Oh nein. Das mit Jana. Hallo ihr Lieben. Wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Das ist irgendwie lustig, weil jetzt hat das Schwein meine Stimme. Ja, sehe ich ihm ähnlich? Machen wir mal den Test. Schalt das Video nochmal ein. Eine Sechsjährige wird viel gefragt, was für Spielsachen sollen wir denn kaufen? Und welcher Ton wäre jetzt besser? Die waren anders, aber es war, glaube ich, keiner besser. Ich finde das Schwein toll. Ich freue mich sehr darüber. Jetzt zeige ich das Kleinste, was ich gekauft habe, aber es ist sehr süß. Es sind 2 Sachen. Ich habe es zusammengerechnet. Das war nicht ausgemacht. Was ist es denn? 2 Karten. Eigentlich verschenke ich nie Karten, aber ich finde es voll cool, wenn man Karten verschenkt. Und jetzt kann ich die irgendwann verschenken. Hier ein Kätzchen und hier Smile, Love and Be Happy. Ich freue mich wirklich total für dich und es sind wirklich schöne Sachen, die du dir ausgesucht hast. Aber somit musst du mir das 5. Sache, die coolste ist, jetzt leider mir übergeben, weil ich ja eigentlich die 6. Aber das hat nur 50 Cent gekostet. Dein Pech. Dann habe ich noch was richtig Cooles. Ich liebe diese Kritzeldinge einfach, wo man einfach so Bilder reinkritzeln kann und dann kommt ein Regenbogen raus. Ah, es ist ein Stift auch dabei. Es sind sogar 2 dabei. So soll das denn aussehen, kennt ihr das? Let's go. Oh, das glitzert ja richtig. Oh, wie schön ist deines denn? Was ist denn das? Da steht Vicky Sarina Fan. Ich habe geschrieben, hallo Vicky. Hallo Sarini. Jetzt kommt, worauf wir alle gewartet haben. Deshalb habt ihr hier eingeschaltet bei Victoria Sarina. Denn ich habe mir, um meine Musikkarriere voranzutreiben, ein Einhorn-Keyboard gekauft. Oh Mann, das war ein schlechter Effekt. Richtig gut, hä? Das ist fake. Nein. Das ist fake. Das ist nicht fake. Schau mal. Da, schau. Die Tasten bewegen sich gar nicht. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich kenne auch ein Saxophon. Das hört sich traurig an. Ich mach das Ding-Ding-Ding. Die Pause ist zu Ende. Setzt euch alle auf eure Tische. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Warum zum Teufel ist da ein Weihnachtslied drauf? Weil das ein Jahres-Allrounder ist. Ruhe jetzt wieder. Jingle Bells, Jingle. Schon ganz schön cool, hä? Huh? Ich kann nicht mal den Flohwalzer oder irgendwas. Ich kann nicht mal das Leichteste vom Leichtesten. Alle meine Entchen? Nix. Das mit unserer Band dauert dann noch ein bisschen. Ich mach sowieso den Gesangspart. Hört man das nicht?
Und jetzt kommt ein Wunsch, den ich mir erfüllt habe. Ein jahrelanger Wunsch. Das hier. Ich sehe den jedes Mal, wenn ich am Flughafen bin. Einen riesengroßen, überdimensionalen Lolli. Und ich habe ihn mir noch nie gekauft. Aber jetzt war es soweit. Sarina hat bezahlt, also habe ich ihn mir gekauft. Bevor wir das aufmachen und alle enttäuscht sind, ich muss euch warnen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Hä? Es ist kein riesengroßer Lolli. Nein. Es sind 15 kleine drin. Oh, Mogelpackung! Das ist aber auch bei dem am Flughafen so. Wir können mal den größten Lolli der Welt herstellen. Es geht los, Leute. Langweilig. Ich gehe nach Hause. Warte, ich will die angucken. Die sind Kätzchen drauf. Oh. Oh. Ups. Ich habe schon den Stab verloren. Tada! Apfel, Traube, Äpfel und Orange. Aber irgendwie so ein bisschen viel Traube dabei. Wer hat die cooleren Sachen gekauft? Hashtag Team Sarina. Hashtag Team Vicky. Punkt, Rufzeichen. Das andere könnt ihr streichen. Ja, Punkt, aus, Schluss, basta. Auf Instagram seht ihr dann das hier und wahrscheinlich auch diesen Haarspray. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.